zum Thema Einsteckläufe beitragen. Es gibt derer viele. Es gibt sie in ganz kurz, wie diese hier, die einfach nur eingebaut werden, vorne nicht arretiert werden, auch in verschiedenen Längen. Dieses hier ist zum Beispiel einer für eine 22 LFB. Das hier ist in diesem Drilling ist verbaut einer für eine Hornet. Die Kaliber reichen bis 9,3 x 74 R, also auch schon ganz schön kräftige Patronen. Das Prinzip ist immer dasselbe, es wird in ein Trägerrohr ein kleinerer Lauf eingebaut. Das Problem darin besteht eigentlich immer nur, ihn zu justieren. Also legt man von vornherein die vernünftige Sorgfalt an den Tag, schießen sie nachher gut, man hat wenig Probleme damit, viel Spaß und die Waffe wird auf jeden Fall universeller. Fangen wir mal an mit dem kleinen Einstecklauf. Er wird sehr häufig verwendet, er ist günstig zu bekommen. Etwas, sagen wir mal, problematisch kann man nicht sagen, aber er sollte nicht weiter als 50, 80 Meter, in LFB oder in 22 Mack gibt es ihn auch, da reicht er schon, ja, also bis 80 Meter weiter würde ich meistens nicht damit gehen. Der Einbau erfolgt von hinten, in der Regel in den rechten Schrotlauf, bei Bockwaffen natürlich halt oben, aber da ist es natürlich wieder eine andere Geschichte, weil der rechte Schrotlauf bei Drilling mit dem Stecher geschossen werden kann. Wer natürlich das nicht möchte, kann es auch in den linken bauen, muss dann aber nur darauf achten, dass es hier spiegelverkehrt ist. Der Einbau erfolgt in das Patronenlager, muss dann natürlich eingestellt werden. Ganz wichtig, worauf zu achten ist, ist der Verschlussabstand. Sie können alles ganz fürchterlich toll eingebaut haben, der Verschlussabstand ist falsch eingestellt, Sie werden nie eine vernünftige Schusspräzision erreichen und werden sehr viel Mühe, Schweiß und Geld auf dem Schießstand lassen. Der Verschlussabstand bei diesen Läufen wird durch diese Schraube eingestellt. Sie wird rausgedreht, reingedreht. Diese ganze geschliffene Platte muss sauber hinten mit dem Verschluss übereinstimmen, muss vernünftig schließen. Dann haben Sie den richtigen Verschlussabstand erreicht. Sollten Sie da Probleme mit haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Büchsenmacher. Er wird Ihnen gerne helfen. Dieses kleine Ding hier ist der Auszieher. Bei diesem hier ist ein kleiner Federbolzen verbaut, der in den Auszieher der Trägerwaffe eingreift und somit sich auch gegen Verdrehen etwas wehren kann. Muss dann aber auch gefräst werden. Einstellung der Schusslage erfolgt bei diesen Läufen über das Vor- und Zurückschieben dieser kleinen Blöcke, die im Patronenlager innen an der Wand anliegen. Schiebt man sie nach hinten, diese Ebene ist schräg, schiebt man sie nach hinten, kommt dieser Klotz weiter raus, muss natürlich im Gegenzug auf der anderen Seite zurückgestellt werden, weil das Patronenlager wird ja nicht weiter, es bleibt ja auf der gleichen Höhe. So hat man dann die grobe Schussrichtung eingestellt. Zieht man ihn handfest, ich habe diesen Keil jetzt, den Spannkeil hier entfernt, um mal zu zeigen, hier ist die schiefe Spannebene. Und da der hier nicht eingebaut ist, entferne ich sie ganz gerne, weil sie sich schon mal selbstständig verflüchtigen. Die Feineinstellung, also man sollte diesen Läufen jetzt nicht zu viel zutrauen, es ist kein Matchlauf. Wenn er auf 50 Meter, ich sag mal 6, 7 cm Streuung hat, sollte es man eventuell dabei belassen. Also das ist dann der Streufaktor, aber natürlich die Treffpunktlage sollte natürlich stimmen. Ist bei solchen Läufen, jetzt auch bei der 44er Ausführung, die etwas länger ist, ich handhabe es meistens so, in ganz, ganz wenig über eine runde Holzkante eben anzubiegen. Muss mit sehr viel Gefühl gemacht werden, darf auf keinen Fall irgendwelche sehr hohen Gewalten angewendet werden. Das ist, man muss immer bedenken, 0,5 mm hier vorne an der Mündung sind ein halber Meter hinten auf der Zielscheibe. Damit lässt sich dann relativ, ja in diesem Fall ist es fast schon mühevoll, die Treffpunktlage einstellen, muss natürlich zur großen Kugel passen oder sollte es zumindest. Dann kommen wir jetzt zu den großen Einsteckläufen, die von vorne verstellbaren, wie es heißt. Das ist dann immer dieses VVV. So, der Einbau erfolgt auch hier von seitens des Patronenlagers. Auch hier zwingend darauf zu achten, dass der Verschlussabstand richtig eingestellt ist, wird da über eine Rändelmutter,
die vorne an der Schulter des Patronenlagers anliegt, eingestellt. Das Trägerrohr sollte vorher von innen gefettet werden, da man, wenn es erst eingebaut ist, ihn ja selten wieder ausbaut, es immer Luftfeuchtigkeit gibt darin und so kann man Korrosion des Trägerlaufes vorbeugen. So, ist der Einstecklauf eingebaut, angepasst, richtig eingestellt, geht es an das Einschießen. Das sollte man wie folgt tun. Man schießt die große Kugel ein, also stellt das Zielfernrohr auf die große Kugel ein. Also es ist sehr ratsam, sich Zeit dabei zu lassen, das Laufbündel immer wieder komplett auskühlen zu lassen. Das heißt ja immer, kombinierte Waffen würden nie eine Schussleistung wie ein Repetierer haben. Halte ich für Unsinn. Ich habe kombinierte geschossen, die wirklich Top-Schussleistungen hatten. Wenn man sich etwas Zeit dabei lässt, ist das ohne weiteres zu erreichen. So, danach schießt man den Einstecklauf auf die Treffpunktlage des großen Kugellaufes ein. Dieser ist nicht zu verstellen, also muss das Zielfernrohr hierauf eingestellt werden. Die kleine Kugel muss jetzt zum großen Kugellauf eingestellt werden. Bei den von vorne verstellbaren ist es so, wir haben hier vier Löcher, darin befinden sich kleine Madenschrauben, die, wenn man sie reindreht, den Lauf von sich wegdrücken. Heißt, wenn die Schusslage zu tief ist, löse ich die gegenüberliegende Schraube, also drehe sie raus, weil ich muss ja Platz schaffen, drehe die unten liegende Schraube rein, dadurch wird der Lauf nach oben gedrückt. Wenn ich dann die passende Treffpunktlage habe, bitte die obere auch wieder arretieren. Natürlich alles in sehr wenig Kraftaufwand, weil der Lauf muss ja, darf ja nicht gequetscht oder eingeklemmt werden. Dasselbige ist es natürlich links und rechts. Wenn es jetzt natürlich in die Diagonale geht, muss ich natürlich beide lösen und beide auch anziehen. Es ist ein bisschen, ja, man muss es halt mal gemacht haben oder wenn man sich Zeit dabei lässt, ist es kein Problem. Lassen Sie auch den Einstecklauf immer wieder auskühlen, weil man will ja einen Schuss haben, der bei einer kalten Waffe, wie sie ja eigentlich beim Ansitz immer herrscht, da sitzt, wo er hingehört. Ich versuche das jetzt mal einmal zu zeigen, zoome da für etwas näher an. So, ich hoffe, man kann es sehen. Ich löse jetzt die obere Schraube, würde jetzt also die Treffpunktlage nach oben verlegen. Vielleicht kann man es sehen, dass der Lauf jetzt nach oben wandert. Auch bitte hier wieder bedenken, 0,5 mm hier und ein halber Meter vorne auf der Scheibe. Jetzt kann man sehen, dieser Abstand ist wesentlich größer als der hier oben. Also wenn Sie 4-5 cm vorne haben, versuchen Sie es hier mit einer Viertel bis halben Umdrehung. Schießen Sie dann erneut und wiederholen Sie es so lange, bis die Kugel da liegt, wo auch die große Kugel liegt. Damit haben Sie einen sehr gut eingeschossenen Einstecklauf. Ihre Waffe ist universell verwendbar. Sie werden lange und viel Spaß damit haben. Und ich hoffe, es hat geholfen. Danke fürs Zuschauen.